Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea hier. Heute mit einem Josenju Review. Also, die kriegen neuen Support im nächsten Set, Cross Souls, das im Mai irgendwann rauskommt. Und da kriegen die halt vier neue Karten, zwei Monster, eine Zauber und eine Falle. Die werden wir uns heute mal genau anschauen. Josenju bisher gar nicht so schlecht. Wird ab und zu gespielt, ist im Meta auch verbreitet, aber irgendwas fehlt noch. Also, die haben noch nicht wirklich gezeigt, was sie können. Also meiner Meinung nach hauptsächlich, weil jeder es falsch spielt, weil alle es auf Anti spielen mit Marco und Risse im Main und so ein Scheiß. Und ich persönlich bin halt der Meinung, dass es ein OTK-Deck ist und kein Control-Deck, aber das ist ein anderes Thema, darüber können wir mal in einem anderen Video reden. Also, kommen wir zu den neuen Karten. Dann haben wir als erstes Josenju Kodama, Level 1, was interessant ist, Standard Beast Warrior und 0 ATK, 0 Death. Effekt ist, du kannst diese Karte opfern und dann einen Josen Training Grounds wählen und drei Counters halt drauf tun. Den Effekt kannst du halt nur einmal pro Runde aktivieren. Zweiter Effekt, du kannst den Kodama aus dem Friedhof banishen. Und diese Runde kannst du eine weitere Normal Summon für Josenjus machen während deiner Main Phase. Sprich, du könntest ein paar Josenjus beschwören, dir Tokens sammeln, Counters meinte ich, für Training Grounds. Dann mit Training Grounds suchen und dann weiter beschwören. Problem bisher war ja, wenn du normalst und dann die Kette unterbrichst, kannst du nicht weiter normalen. Also sozusagen der Search-Effekt würde dann erst für nächste Runde gelten. Also zum Beispiel, du beschwörst 3, dann hast du 3 Counter, benutzt halt diese Counter, aber das Monster, was du dir search, kannst du erst nächste Runde beschwören. Und mit dem könntest du es halt dann sofort diese Runde benutzen. Problem ist halt, du brauchst Training Ground dafür. 2 Karten-Kombo ist vielleicht ein bisschen inkonstant. Wenn du Training Grounds nicht ziehst, ist der scheiße. Wenn du Training Grounds ziehst ohne ihn, ist auch nicht wirklich top. Deswegen meiner Meinung nach nicht wirklich von Interesse. Dann haben wir als nächstes Josenju Ojama Big. Hat halt 6 Sterne, was mich sofort abturnt, weil die 6 Sterne bisher richtig schlecht sind und Josenjus nur auf 4-Axis gespielt wird. Aber schauen wir uns den Effekt trotzdem mal an. ATK und F, Fragezeichen, Effekt. Wenn ein gegnerisches Monster einen direkten Angriff deklariert, kannst du ein Josenju-Monster von deiner Hand auf den Friedhof schicken. Außer halt Ojama Big. Und dann kannst du den Ojama Big von deiner Hand specialen und kannst diesen Effekt nur einmal pro Runde aktivieren. Am Start, am Anfang der Damage Step, falls der mit einem gegnerischen Monster kämpft, kannst du diesen Effekt aktivieren. Bis zur Endrunde, also bis zur Endphase, kopiert der hier halt die ATK und Death von dem gegnerischen Monster, mit dem er kämpft. Und wenn er im Kampf zerstört wird und auf den Friedhof geschickt wird, kannst du dir eine Josenju-Karte vom Deck auf die Hand holen. Also der zweite Effekt ist nicht schlecht, obwohl ich sagen muss, da gibt es auch Besseres. Also, dass er nur im Kampf zerstört werden kann, um den Effekt zu aktivieren, ist schon mal ein Minuspunkt, weil zurzeit gibt es viele Sachen, die sich aktivieren, egal wie, also durch Kampf oder Zerstörung. Siehe Shadowlands, Feuerhand, Eishand, Burning Abyss, dies, das. Also du musst ein Josenju abwerfen, um ihn zu beschwören, was schon mal minus 1 ist. Und wenn er kommt, kann er halt nichts machen, was schon mal ein Minuspunkt ist. Und wenn er kennt, dann kriegt er dieselben Werte wie das angreifende Monster, was halt nicht so schlecht ist, weil der Gegner dann nicht rüberkommen könnte, theoretisch. Also mit Kampf, aber wir wissen, Yu-Gi-Oh! Ist nicht mehr kampfbasierend, sondern effektbasierend. Deswegen ist sein Effekt vollkommen scheiße. Richtig unnötig und passt perfekt zu den 6er Josenjus, die halt alle Müll sind. Und das ist halt genau der Grund, wieso die 6er nicht gespielt werden, sondern nur die 4er. Deswegen machen wir mal weiter mit der nächsten Karte. Das ist Josen Tornado. Zauberkarte, dauerhaft. Aktiviere diese Karte, indem du 500 Lebenspunkte zahlst. Einmal pro Runde. Falls ein Josenju Monster, das du kontrollierst, zurück auf die Hand geht, außer im Damage Step, kannst du eine gegnerische Karte wählen und die auch zurück auf die Hand schicken. Und während der Endphase, falls du diesen Effekt diese Runde nicht aktiviert hast oder der Effekt negiert wurde, musst du die Karte zerstören. Den ersten Blick sieht der Effekt gar nicht schlecht aus, aber wenn man genau hinschaut, ist der Effekt ziemlich schlecht. Also dadurch, dass du das nur einmal pro Runde aktivieren kannst, bringt das wirklich nicht wirklich viel. Also du kannst einmal pro Runde eine gegnerische Karte zurück auf die Hand schicken. Da kannst du genauso gut Kompuls einfach spielen. Und dadurch, dass die Josenjus meistens nur Endphase zurück auf die Hand gehen und du dadurch halt auch nur Endphase den Effekt aktivieren kannst, ist es halt ein bisschen spät, bisschen langsam. Nicht wirklich das, was Josenjus brauchen.
Die wollen halt alles zurück auf die Hand schicken, damit du direkt angreifen kannst. Aber wenn du das Endphase zurück auf die Hand schickst, bringt das nicht wirklich was. Falls es ein Zauber der Fall ist, spielt der Gegner sie nächste Runde einfach wieder aus. Falls es ein Monster ist, spielt er es nächste Runde wieder aus. Außer es ist ein Exceed oder Synchro-Monster. Das würde halt zurück ins Deck gehen, also ins Extra-Deck. Aber falls du ein gegnerisches Monster erst am Ende zurück ins Extra-Deck mischt, beförderst, dann heißt es, dass es den Rest der Runde noch auf dem Feld wird und dann heißt es, dass du auch nicht angegriffen hast. Sprich, du hast die Runde nicht das gemacht, was du mit dem Deck machen willst. Und Josen Tornado hilft halt dabei nicht, das zu bewirken, was du mit dem Deck machen willst. Deswegen von mir ein klares Nein für diese Karte. Als letztes haben wir Josen Realm Whirlwind, dauerhafte Falle. Aktiviert diese Karte nur, wenn du ein Level 6 oder höher Jusenju Monster kontrollierst. Das fuckt mich jetzt schon ab. Wie wir vorhin schon gesehen haben, Level 6er richtig schlecht. Weiter zum Effekt, wenn du eine Jusenju-Karte in deiner Panelzone kontrollierst. Falls ein Monster auf dem Feld zurück auf die Hand geschickt werden würde, durch einen Karteneffekt, außer Jusenjus, würde es stattdessen zurück ins Deck gemischt. Also, totaler Müll diese Karte, wenn ich ehrlich sein darf. Also sie selber hat gar keinen Effekt, sozusagen. Diese Karte hat nur einen Effekt in Kombination mit einer anderen Karte, die Sachen zurück auf die Hand schickt. Ansonsten hätte diese Karte gar keinen Effekt. Plus, sie hat zwei schlechte Aktivierungsbedingungen. Du musst ein Level 6 oder höher Jusenju-Monster kontrollieren und eine Jusenju-Karte in deiner Pendelzone haben. Dann und nur dann würde sich der Effekt aktivieren. Aber auch nur dann, falls sich dann auch noch, wenn diese zwei Sachen ihre Bedingungen erfüllen, also ein Jusenju-Monster, das Level 6 oder höher ist, musst du kontrollieren und eine Jusenju-Karte in deinem Pendelzone haben und es muss ein Monster zurück auf die Hand geschickt werden, dann wird es halt stattdessen zurück ins Deck gemischt. Also, muss sagen, ich habe schon lange nicht so eine schlechte Karte gesehen. Richtig schade für Jusenju, dass sie nur schlechten Support bekommen. Die vier Karten werden keinem weiterhelfen, muss ich leider sagen, was ich leider schade finde. Also, ich glaube nicht, dass Jusenju ein Top-Deck wird, vor allem nicht mit so einem schlechten Support. Ansonsten war es das auch schon wieder, Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, kommentieren. Checkt uns gerne Videos ab und ciao.